bei den Kindern finde ich immer so stark, wenn die an dem Schaufenster vorbeigehen. Diese Geräusche dabei. 41 Jahre Star Wars. An sich sollten wir Älteren das auch machen. Star Wars! Aber darum geht's nicht, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch nämlich total und recht herzlich beim Filmclub hier in Essen. Den gibt's schon sehr lange. Nur haben wir ihn so ein bisschen, ne, weil halt die Elektronik sich verändert hat. Viele hier arbeiten mit Handy, Smartphone. Also auf diese Art von Filme waren wir jetzt nicht vorbereitet und wollten wir auch nicht. So, der sogenannte BDFA, da bekommt man nicht nur so schöne Nadeln fürs Revers hier, ne? BDFA, ja, hoffentlich scharf. Nein, das ist hier sehr alt in Dortmund, das hat mich sehr gefreut. Auf diesem Wege eine Laudatio an den BDFA in Dortmund unter der Führung von Herrn Voss, jetzt im Wechsel. Jemand anderes macht das jetzt, müsste ich mal eben hier reingehen. Ich hatte gerade scharf geschaltet, weil sehr viele Kunden hier waren und mich auch wieder gelöchert. So, der Filmclub hier in der Stadt Essen, Filmclub Essen, ist gegründet schon lange und wir wollen hier vieles machen. Und wenn du auch ein Filmer bist, ein Filmautor bist und Lust und Laune hast, bist du natürlich hier total recht herzlich aufgehoben, wenn du natürlich in der Stadt Essen lebst, weil ich bin auch immer zu Dortmund gefahren, zu München-Gladbach gefahren. Auf dem Weg begrüße ich auch den BDFA München-Gladbach. Ist wie gesagt länger her, 2000 bis 2013, danach ging es leider nicht mehr. Also wie gesagt, der BDFA und natürlich Filmautoren, ist ein die den BDFA nicht kennen, aber Filmemacher sind, Filmautoren sind, Self- Künstler oder Künstler werden wollen oder Lust haben. Einfach nur Lust haben, eine Kamera hochzuhalten und irgendetwas zu drehen. Dann ist man natürlich hier im Filmclub gut aufgehoben. Ob nun Spielfilm, Dokumentar oder andere Sachen. Jetzt Festlichkeiten zu zeigen, das ist natürlich jetzt nicht so, das ist mehr was für privat. Hier geht es an sich darum, um irgendwas Kreatives zu machen. Kreative Filme, Spielfilme, Dokumentationen und so weiter. Diesbezüglich gibt es den sogenannten BDFA, diesbezüglich gibt es den sogenannten Filmclub. Und hier in der Stadt Essen gibt es nicht so viel. Es gibt zwar einen Videofilmclub und das sind auch hier meine Kunden und Gäste zwischendurch, aber die machen das so für sich. So, man kann es für sich machen, das ist richtig, aber man kann es auch so machen, dass man Lust und Laune hat, über Filme zu diskutieren. Warum soll man immer über Filme diskutieren, so wie Star Wars im Moment diskutiert wird? Ja, Star Wars ist ja momentan nicht der Hit. Da ist ja richtig was los. 7 hat J.J. Abrams leider nicht gemacht. Doch, hat er gemacht. Und der ist gut angelaufen. Aber 8, Ryan Johnson. Da hat es Ärger gegeben. Und dann Han Solo, der jetzt am 27. Deswegen mache ich den Videoclip. Am 27. kommt er raus. Und ja, dann kann man sich den nochmal zu Hause anschauen. So, und dann kann man darüber auch diskutieren. Aber wir wollen nicht über Star Wars oder andere Filme diskutieren. Wir wollen über eure Filme diskutieren, den ihr gemacht habt. So, an diesem super Filmclub, den ich jetzt hier ins Leben gerufen habe damals, 2010, Filmfiguren und Theater als Filmclub, da wird natürlich ein bisschen mehr gemacht. Und dann sind wir natürlich leider ab 2015 in den Star Wars Modus reingerutscht, der jetzt ab 2019 so ein bisschen nach hinten geschoben werden soll. Und ich habe gerade wieder eine Nachricht hier. Sehr gut, ich finde die neue Technik, gut. Wir kriegen hier, ich zeige euch jetzt nicht, was da steht, aber ich unterbreche mal eben, das ist jetzt der BDFA München-Gladbach. Der hat mir gerade was gecheckt. Also ich habe die neueste, das ist eine G3. Während der Kundenarbeit mache und hoffe, dass ich zwischendurch ein bisschen Zeit habe, den BDFA zu begrüßen in Dortmund. Ich hoffe, dass ich wirklich am 13.10. mit einem aus BDFA München-Gladbach dort erscheinen kann, weil dort mal wieder ein Festival ist.
Worum es genau geht, habe ich noch nicht eruiert, habe ich noch nicht ganz so mitbekommen, weil da ist ja an sich immer was in Dortmund. Es hat mir unheimlich viel gefallen. Wie gesagt, damals die Nadel hier, ne, von Dortmund und dann die Nadel hier von unserem Verein. Ne. Ich bin jetzt aber ein Einzelmitglied und habe dann dadurch hier die Essener Nadel auch noch. Ne. So, wie gesagt, ich begrüße total und recht herzlich den Hans-Joachim Hirschfeld, BDFA Dortmund. Und natürlich auf dem Weg einer der lustigsten, den Manfred Rieb, Dortmunder Club, der seit 41 Jahren schon da ist und wahnsinnig tolle Filme gemacht hat. Also er hat sehr viel schon abgeräumt, er hat sehr viele Münzen, die ich jetzt hier nicht hochhalten kann, weil ich keine habe. Meine ganzen Urkunden, die hingen hier alle mal, ich weiß gar nicht, wo ich die hingetan habe. Hätte ich mal besser aufhalten sollen, sah ja auch gut aus. Meine Ausrichterkarte, die habe ich halt noch. Die hängt da an der Türe. Wie gesagt, für die, die jetzt hier bei Facebook, die bei YouTube und so weiter, das ist ja jetzt hier ein ganz anderer Club, ein Online-Film-Club, wo man sich auch online austauschen kann, auf unserer Seite bei Facebook und natürlich demnächst auch auf einer Spezial-Website. Aber ich habe gerade noch mit den Allerhöchsten von Telekom gesprochen, die sagen aus, nee, warum? Miete das doch, ne? Mieten. Hi. Was brauchen wir? So, man ist Filmautor, man ist Filmemacher, Foto, Film, bei uns Foto und Film, beim BDFA überwiegend Film und wir als Club bieten an, hallo, was darf sein? Ihr dürft auch während der Arbeitszeit als Filmclub-Fan oder als Filmclub-Mitglied, ob nun mit BDF oder vom BDF, ob vom Club, also das ist hier, ne, wenn man Einzelmitglied ist, hier vorbeikommen, wir können über alles reden. Schnittcomputer stehen zur Verfügung, digitale Sachen stehen zur Verfügung, Shop steht zur Verfügung, Studio steht zur Verfügung, Greenscreen steht zur Verfügung. Also hier können Ideen verwirklicht werden, Kräne, Licht, zusätzliches Licht, zusätzliche Galgen, Bäume. Alles ist da, weil auf einer Seite das ja auch beruflich genutzt wird. Somit kann der Filmclub halt nutznießen, denn der braucht ja dafür nicht bezahlen, wenn er halt Mitglied ist. Ne? Ja. So Mitglieder vom Filmclub, die haben den Genuss, das zu nutzen oder die Hilfe zu nutzen, die Schnittplätze zu nutzen. Das ist das Schöne an einem Filmclub. Ja, ich muss jetzt nochmal sagen, ganz umsonst geht das nicht. Viele kommen rein, wollen alles mitnehmen, machen und das geht nicht. Auch im Filmclub nicht. Wir können auch nicht einfach im Dortmunder Filmclub da den Beamer nehmen und sagen, ich brauche den mal eben. Nee, das geht natürlich nicht. So, hier sind natürlich genügend Beamer da. Monitore, Fernseher sind da. Die allerneueste Chromecast-Technik ist also die Funktechnik ist da. Hier in diesem Filmclub kann man alles machen. Weil alles da ist, bis 4K sogar. Auf 3D haben wir jetzt verzichtet, weil 3D halt nicht mehr angeboten wird. Das brachte nichts. Wir haben natürlich 3D, das heißt, also wenn ihr mit 3D gefilmt haben solltet, könnte man das hier wunderbar mit 144 kHz und mit 4500 Ansi-Lumen an die Wand bringen. Per Beamer ist klar. Also... Ja, Fotofreunde sind, die Fotofreunde machen das für sich. Da haben wir hier die Straße runter, treffen die sich. Und wir hier, die Filmfreunde, wir diskutieren über richtige Filme, wie Star Wars zum Beispiel, oder auch die Filme, die ihr gemacht habt. Und darum ist diese Laudatio halt nochmal an Rieb und an den Hans, weil die super tolle Filme machen und ich jedes Mal darüber mich erfreut habe, die gesehen zu haben. Leider bin ich nicht mehr in Dortmund, leider bin ich auch nicht mehr in München-Gladbach. Ich bin jetzt hier in dieser Stadt Essen, da gibt es auch so eine Nadel für. Und da wollte ich halt diesen Filmclub gründen, in Szene setzen. Ich bin wie gesagt BDFA Einzelmitglied, ich trage hier so eine Einfach-Nadel. War stolzer Fan des Dortmunder mit der Dortmunder Nadel. So, und das waren noch Zeiten, die richtig Spaß gemacht haben. Ich hoffe, diese Zeiten kommen zurück. Ich hoffe, ihr seht dieses Video und ich hoffe, ihr habt Interesse mitzumachen. Ja.
ihr merkt, ich habe zu viel zu tun und deswegen unterbreche ich das Ganze jetzt auch schon. Ich werde auf dieser Website bei Facebook es nochmal irgendwie als Live-Geschichte machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, live über Filme zu reden und Live-Einblendungen. Das geht nämlich auch. Also hier ist die allerneueste Technik, die nennt sich Industrie 4.0. Momentan wird sie zu 25% benutzt und auch genutzt weltweit. Bald, in 20 Jahren, sagt man, dann haben wir eine Tendenz zu 55% Maschinen. Dann haben wir 40.000 Berufseinheiten zu 1,5 Millionen Bewerbern. Wird also ziemlich lustig werden. Müssen wir mal schauen. Also noch einmal. Dieser Filmclub ist bis 4K. Dieser Filmclub ist angebunden an BDFA, Leitlinie, Konsumer. Er will kein Geld damit verdienen, er will aber Spaß, Freude haben, ein Miteinander. Darum geht's, um ein Miteinander. So wie in München-Gladbach, so wie in Dortmund. Hier in Essen nennt er sich der Videofilmclub, aber da ist kaum was los. Ich erreiche dort auch kaum einen. Ich kriege auch keine Antwort, wenn ich frage. Ich habe zwar auch die Einheit, also die Führung gefragt, aber die Führung ist ja nun mal auch Hobby und nicht Beruf. Wir als Beruf, Hobby, sind halt immer zu erreichen, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Sind wir zu erreichen, ist klar. Und im Hobby-Modus, wie gesagt, Hobby, Beruf, Beruf, Hobby, ist hier ein und dasselbe. Ihr seid also, wie gesagt, total recht herzlich willkommen im sogenannten Filmclub, wo eine Menge ist, die auch, wie gesagt, Star Wars seinen Bezugspunkt bekommen hat, weil ich das super toll finde. Deswegen habe ich auch den Videoclip gerade gemacht, wenn die Kinder da, oh, Star Wars. Oh, ne, war. Aber wie gesagt, jetzt ist Herbst- und Winterzeit und da ist es so. Hallöchen! Ach du Mieses, grüß dich, hi! So, da bin ich nochmal zum Abschluss. Also wie gesagt, der Filmclub Essen, der hat natürlich ein riesen Portfolio. Ja? Scannen, aufzeichnen, bearbeiten, herstellen. Hier kann man alles machen für seinen Film, mal eben kurz schneiden, nochmal konvertieren und so weiter. Vorspänne zaubern in 3D, also den Vorspann in 3D, Schriftzüge und so weiter. Man kann ganz schnell scannen, man kann ganz schnell bearbeiten, auf der Timeline selektieren, formatieren, übersetzen, umsetzen, Tricktechnik zupacken in Green Room. Und all solche Sachen bietet also dieser Filmclub. Tja, das ist natürlich ein Wahnsinnsangebot, was natürlich auch fachkundlich auch gegeben ist. Nur als Fan bzw. Laie oder Amateur oder einfacher Filmautor steht das natürlich dem, also das Portfolio steht demjenigen, welche zur Verfügung, der im Filmclub ist. Versteht sich. So, wenn man im Filmclub ist, kann man natürlich alles machen. Und die anderen, die halt schrägstrich im Beruflichen, denen steht er zwar auch zur Verfügung, aber natürlich nicht so wie dem Filmautor. Das versteht sich. Der Filmautor, der zum Verein gehört, der kommt ja auch schließlich einmal im Monat und nicht täglich. Und in diesem einmaligen im Monat, die er auch zeitweise ansagen kann, ne, wenn mehrere sich zusammentun, dann kann man natürlich dort auch in einem Blog von mehreren dieses dann erstellen. Man kann sich auch informieren, ja, wie funktioniert das, mit welchem Programm, welches Programm sollte ich kaufen, welche Festplatte sollte ich kaufen und so weiter und so fort. Also hier in diesem Filmclub ist die absolute Beratung dann als Filmmitglied natürlich gegeben. Wollte ich einfach mal so auf den Weg gebracht haben. Also mir persönlich hat der Dortmunder Filmclub in seiner Zeit, wo ich da war, sehr viel Spaß bereitet. Sehr viel sehen dürfen, sehr viel erleben dürfen, auch die Aufbauarbeiten, ja, das Ausrichten, das Herrichten, das Dunkelmachen und alles nach Zeichen. Also ist es schon eine tolle Geschichte. Die, die da sitzen und die, die da Filme schauen, die sind richtig gute Gäste, die also gut bewirtet werden und die wirklich auch mitarbeiten dürfen, indem sie Kreuzchen machen, der Film hat mir gefallen, der Film hat mir gefallen. Und dann kriegt derjenige einen sogenannten Publikumspreis. Ist auch eine tolle Geschichte. Ob das heute noch so ist, aus Sicherheitsgründen muss ich das sagen, also ich kenne es nur, wie ich da war.
Da wurde das so gemacht und dann 3-Minuten-Clips, 15-Minuten-Clips und natürlich die sogenannten 20 Minuten. Länger ist eben nicht gegeben, weil bei der großen Stückzahl derer, die dort in diesem Club verweilen und diesen großen Dachverband, würde das ein bisschen, glaube ich, zeitlich nichts bringen. Diesmal sind halt nur ein Tag von 9 Uhr bis abends. Lass uns mal überraschen, am 13.10.2018 in Dortmund mal wieder. Ich müsste da mit einigen noch mal kurz sprechen. Also hier in diesem Filmclub Stadt Essen, wie gesagt, dort ist halt beides. Die Profiliga und die Amateurliga. Und beide können voneinander profitieren, weil hier ist auch Filmpool und Komparsen.de, also hier ist RTL, Sat1 und wie die und ProSieben, wie die alle heißen. Nur haben wir einen neuen Vermieter. Und der möchte keine Außenaufnahmen, deswegen ist das wiederum auch nicht mehr so gegeben. Hier drin kann man natürlich filmen, dafür der WDR hat sich schon einige Sachen ausgeliehen an Greenscreens und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt eine technische Einheit, wir haben jetzt einen technischen Raum, einen richtigen Filmraum in Greenscreen und davor haben wir noch einen Foto-Filmraum. Und hier haben wir ja auch, seht ihr, also auch alles machbar in diesem Filmclub. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Wenn ihr Interesse habt, sprecht mit uns oder sprecht mit mir, eurem ABH Movie Sondersender Ultra HD Web TV. Wie gesagt, es sind zweierlei. Einmal die Hobby-Ecke und einmal die Profi-Ecke. Die Profi-Ecke weiß ja Bescheid, für die wird ja gearbeitet. Die kriegen ihre Schnitte manchmal sehr schnell oder mal eben die DVD umgebrannt oder mal eben Film gescannt oder mal einen Film eben umgelegt, konvertiert, neu auferlegt. Und dann auf eine DVD oder Blu-ray auferlegt, gebrannt und dann kann das irgendwo gezeigt werden. Die anderen, also die Profis, machen das alles ein bisschen anders. Das nennt man dann E-Casting, was die da machen. Die müssen sich dann vorstellen und alles. Vielleicht werde ich da mal so einen Film drehen über einen Profi, musste ich mal jemanden anrufen, ob er Interesse hat, das zu machen, weil aus Sicherheitsgründen wird die Profiliga nicht gezeigt. Also die Profiliga wird auf keinen Fall gezeigt, weil erstens Geld kostet und zweitens jemand anderem gehört. Das ist ein Auftrag. So, hat nichts mit dem Film. Also hier muss man bitte unterscheiden. Links ist komplett das beruflich und rechts ist Hobby. Hobby und Beruf ist bei mir persönlich auch ein und dasselbe. Und würde mich freuen, mit vielen irgendwie zu arbeiten, ne? Und mal sehen, ob es funktioniert. Jetzt verabschiede ich mich und freue mich, dass es euch gibt und es freut mich, dass ich euch irgendwann mal wiedersehen werde. Ja, ob das München-Gladbach BDFA ist oder Dortmund BDFA, die anderen sind mir zu weit. In Tönnies Forst war ich ja schon mal. Tönnies Forst ist, wie gesagt, nicht mal eben um die Ecke. Aber früher, wie noch Spielfilm in Dortmund war, war das super. Jetzt ist halt Reise gewesen. Da bin ich jetzt kein Fan von Reisen, weil ich überhaupt keine Zeit habe, um zu verreisen. Ein Spielfilm drehen, hätte ich schon Interesse. Der müsste aber, oder würde woanders sicherlich gezeigt werden, müsste ich dann mal auf die Website und dann gucken, wer wo was für zuständig ist. In Düsseldorf gibt es ja auch irgendwie, aber kein, glaube ich, BDFA, das ist, glaube ich, eine andere Fraktion. Müsste ich gucken. Also wie gesagt, hier suche ich jetzt, wer Interesse hat, wer durch Zufall auf dieses Video gestoßen ist, dass dieserjenige welche sagt, ey, da gehe ich doch mal vorbei, da frage ich doch mal nach, ne? Hobbymäßig und im Hobbymodus können wir uns auch unterhalten. Wie gesagt, hier steht vieles zur Verfügung, ob das im Dia-technischen Bereich ist, im fototechnischen Bereich ist oder im Film S8 Normal 8, ja, die alten Schmalfilme oder halt DVD. Geht nämlich auch. Von der DVD können wir auch eine DVD machen oder eine Blu-ray. Und natürlich VHS, VSC und Hi8. Die anderen wie Betamax und Video 2000, diese Geräte sind nicht mehr funktional. Die kriegen wir auch nicht mehr funktional. Die können also nicht repariert werden. Ja, wie gesagt, Tonaufnahmen. Wir haben GEMA-freie Musik. Dann ein Riesenportfolio über GEMA-freie Musik. Also hier ist einfach alles. Alles für einen Film-Hobbyisten ist hier alles gegeben. Und wer Interesse hat, lässt sich sehen. Na, wir freuen uns drauf. Also in dem Sinne, macht's gut. Ich mache jetzt weiter hier in meinem Shop. Medien- und Copyshop. Ja, googeln und dann wisst ihr, was hier ist.
danke erstmal für die Aufmerksamkeit.